Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es mal wieder um Mathematik. Heute sind wir in der Geometrie und die Frage lautet, wie kann man den Mittelpunkt von einem Kreis konstruieren? Ich mache das mit euch mal. Das gehört zu den Dingen, die muss man einmal gesehen haben. Und wir machen das Schritt für Schritt. So, erstmal nehme ich einen beliebigen Kreis. So, Punkt rein und ich ziehe hier einen Kreis. Ich mache den extra ein bisschen größer, damit alle gut gucken können. So, das ist unser Kreis und ihr seht jetzt hier, da ist unser Punkt. Und die Frage ist, können wir den irgendwie finden, wenn er eben nicht da ist? Beliebte Aufgaben. So, ich mache Folgendes. Ich markiere hier einen Punkt, ganz beliebig. Ja? Einen markiere ich, wo machen wir es? Hier und einen dritten hier. So, guckt, dass die so ein bisschen in einem Dreieck liegen, aber letztlich spielt das keine Rolle. Wichtig ist nur, sie müssen auf der Kreislinie liegen. Jetzt nehmt ihr ein Geodreieck und verbindet die beiden hier. So, schön ordentlich. Je genauer das macht, umso besser trefft ihr die Mitte. Okay, und wenn ihr die beiden verbunden habt, dann verbindet ihr auch noch die beiden. Und die müssen nicht in einem rechten Winkel stehen. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil die Punkte könnt ihr wirklich wahllos aussuchen. Okay, gut. So, jetzt haben wir schon das Wichtigste geschafft. Jetzt nehmen wir unseren Zirkel und den stellen wir so ein, dass das mehr als die Hälfte dieser Strecke ist. Schauen wir hier nochmal, damit wir nicht so viel einstellen müssen. Vielleicht lieber ein bisschen mehr. So, okay, auf jeden Fall. Nun, nicht mehr verstellen und dann einstechen und hier einen Halbkreis ziehen. Dann zieht ihr hier einen Halbkreis und das gleiche machen wir nochmal hier und im dritten Punkt machen wir genau das gleiche. So, und das kennt ihr schon. Wir haben nämlich jetzt entsprechend konstruiert, hier seht ihr es, mit dem Geodreieck auf der Linie schieben wir jetzt so weit, bis wir hier eine Senkrechte einzeichnen können. Seht ihr das? So, schön ordentlich. Guckt, dass die Punkte drauf sind und dann können wir hier einen Strich ziehen. Okay, das war der erste Schritt und ihr seht schon, der läuft durch den Punkt. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann wird hier, wir setzen das an, so, so ist nicht gerade, so, so und es passt bei uns wunderbar. Ich liebe diesen Vorführeffekt. Und hier, wo die beiden Geraden sich kreuzen, hier ist der Mittelpunkt. Den beschriften wir mit M. Und genau so konstruiert man den Mittelpunkt von einem Dreieck. Also, ihr habt den Rand, erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, Winkel egal, dann Zirkel raus und dann die Mittelsenkrechten konstruieren. So einfach ist das. Eins, zwei, Mittelpunkt gefunden. Und wenn ihr das so macht, klappt das immer. Okay, das war's.